Du nicht Schwert für mich haben, dann ist die Straße tot, du Schwert für mich haben! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Und ja, ich bin mal wieder auf gomhd.net und ich werde gleich mal nach da unten springen. Die Map schaut voll cool aus, man spawnt hier so voll hoch in der Luft. Man kann einfach runterfliegen. Herunterfliegen, ich fall da gleich runter, pass auf. Geht los, soll ich einfach nach hinten springen? Sicher von der Kiste? Nee, ich spring einfach nach unten. Ah, auf geht's. Kiste. Oh, Schwert. Ja. Und Rüstung haben wir gleich bekommen. Nice. Geht's unten runter? Oh, hier geht's runter. Immer schon die Geheimwege hier gehen. Ey, ich dachte, das wäre ein toller Tunnel, aber dabei muss ich hier schwimmen. Gleich ertrinke ich. Hilfe, ich ertrinke hier gleich. Hilfe. Kann ich hier irgendwie Luft holen? Luft holen! Ja! Und ein Eisenchestbild, das gefällt mir. Okay, weiter geht's. Weiter trinken, weiter ertrinken. Okay, wo geht's hier weiter? Hoffentlich komme ich hier überhaupt raus. Kann ich hier irgendwo Luft holen? Hallo? Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Luft. Ah. Hab endlich wieder Luft. So. Kann ich hier aufs Schiff drauf gehen? Mal gucken. Mit Dispensern. Die mich gleich abschießen. Hoffen wir es mal nicht. Geh ich mal hier hoch. So. Die Leiter hoch. Ich habe irgendwo wen Fallschaden nebenhören. Gute Wort. Und dann töte ich. Hoffentlich. Ja, hab ihn getötet. Good fight. Das Essen. So. Dann das hier anziehen. Das hier anziehen. Das hier aus so einer Eisen. Steinschwert habe ich ja schon. Aber egal. Steak kann ich auch mal reintun. Die Experience-Dings kann ich mal nehmen. So habe ich ein Level. Vielleicht finde ich ein Enchantment-Table. Kann ich mir was Schönes enchanten. Ich weiß nicht, ob die Kiste die schon gelootet hat. Ne, hat er nicht. Gleich mal 3 Instant Heals Potion. Dann haben wir hier noch einen schönen Helm. Bam. So. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder nach oben. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas noch. Da. Ist hier irgendwie was? Ne, kann ich nicht hoch, aber hier kann ich hoch. Okay, da unten soll aber die Piratenleiter hier hochgehen, nach oben. Hat er die Kiste schon genommen? Nee, das hat der junge Mann denn nie gemacht. Er hat sich einfach gar keine Kiste gönnt. Aber ich brauche ein Crafting-Table. Die hat er auch nicht genommen. Ist einfach nur runtergegangen, glaube ich. Brauche ein Crafting-Table. Wetten, ich habe hier schon irgendwo einen übersehen. Wetten. Soll ich wieder hoch auf diese... Da ist auch eine Kiste. Alter, wie viele Sachen ich hier einfach durchbekomme. Das ist krass. So. So, die habe ich gesteckt. Die kann ich so machen. So, okay. Da unten kommt gleich einer. Na du, möchtest du mein Schiff hoch? Hä? Ja. Oder haust du lieber ab? Nee, hau lieber ab. Er traut sich nicht, ja? Wenn ich mich sneake, dann, nee. Dann traut man sich sowas einfach nicht. Na komm, ich töte den jetzt einfach. Und wenn er mich gut hittet, dann habe ich ja Instant Heals Potion. Der hat auch keine richtig gute Rüstung. Die ist nicht so krass. Eine Chestplate hat er nicht, keine Hose hat er auch nicht. Ja gut, ich glaube, den sollte ich töten können. Hoffe ich zumindestens. Ist hier bitte keine Demo-Man-Trap? Ja gut, den habe ich getötet. Was ist hier? Press the button to get Diamond Sword. Nein. Hallo, ich habe einen Button gedrückt. Ein Dia-Schwert habe ich nicht bekommen. Verarsche. Sehe nicht ein. Kann ich ihn irgendwie was ausstatten? Ich glaube nicht. Wer hätte denn das gedacht? Nee, egal. Auf jeden Fall gehe ich mal zur nächsten. Hier lang. Da oben. Okay. Hier lang, hier hoch. So. Hier rüber. Von der Berg hier. Soll ich da hochkommen? Muss hier noch Bergsteiger werden, ey. Hier hoch, hier rüber. Bam. Hier lang. So. Und ja, ich dachte mir jetzt einfach, nachdem ich jetzt keine Dingsfolgen mehr habe, keine richtigen HG-nummerierte Folgen, dachte ich mir einfach so, was halte ich davon, wenn ich es einfach mal SG so nummeriere mit 01, 02, 03 und so. Und da findet ihr es einfach besser, wenn ich es einfach nicht nummeriere und einfach so lasse, wie es jetzt ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ah, ich fahre einfach runter, weil ich habe High Ground und kann den schlagen. Und er mich nicht, finde ich gut. Na gut, brenn mich erstmal an. Ja gut, aber ich sterbe jetzt, weil ich in Feuer bin. Aber ich habe hier
Heilungspotion zum Glück. Ich nehme die mal. Nachher kommt hier irgendwie einer und ich bin der übelste Noob, der nichts kann. Ja gut. So, TNT. Das kann ich anziehen. Habe ich hier irgendwie noch einen Eisenhelm? Nee, das ist eine Eisenleggings. Habe ich hier noch irgendwie was anderes? Nee. Nee. Und nochmal nee. Die schmeiß ich mal weg. Die auch. Ja komm, das wird jetzt kein Aufsammeln da. So hoffe ich mal nicht. Und ja, dann gehe ich hier mal weiter. Und gehen wir hier hin. Hol mich mal hoch. Hier so rüber. Nee, da ist ein Spinnenweben. Da will ich nicht hin. Nee. Ich hasse Spinnenweben. Nee. Einfach nur nee. Hier kann ich aber irgendwo hin, oder? Wenn ich hier so lang renne, wieder Bergsteigerschuhe auspacke und hier hochrenne, dann müsste ich doch wahrscheinlich irgendwo hinkommen, oder? Hier rüber so. Dann, nein, ich schaff den Sprung. So, hab den Sprung geschafft, nice. So. Und ja, was ich noch ansprechen kann, ist, dass ich auf meinem Kanal jetzt auch weiterhin zu Pipi bringen werde. Und ja, wie ich ja schon im letzten Video bei dem Bye-Bye MCPP-Video, beziehungsweise Rest in Peace MCPP-Video angesprochen habe, beziehungsweise am Ende gesagt habe, dass ich halt wieder das Kid-Pipi-Let's Play bringen möchte, könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich so ein Kid-Pipi-Let's Play mache, solange HG down ist, beziehungsweise Brawl ihre Server noch nicht aufgesetzt hat und dann chillt er hier oben einfach, Mann. Okay, hat er mich jetzt erschrocken. Oh mein Gott. Und ja, wie gesagt, ich werde dann einfach warten, bis Brawl ihre Server aufgesetzt hat und gucken, wie das dann so läuft, beziehungsweise ob es mir gefällt. Und ja, wenn es mir dann gefällt, dann werde ich natürlich Videos davon bringen und werde jetzt einfach hier mal ein paar Sachen reinlegen, die ich nicht brauche. Ja gut, Feuerzeug kann ich natürlich immer gebrauchen. Und so. Und eine Crafting Bench wäre auch mal lecker. Wäre auch mal lecker, was ich sage. Oh Mann, und 14 Pfeile habe ich auch. Nice. Ja gut, dann renne ich mal wahrscheinlich in die Mitte. Sind wir versuchen, irgendwie in die Mitte zu kommen. Wenn ich überhaupt weiß, wo die ist. Laufe ich hier eh die ganze Zeit nur orientierungslos rum und suche ein Crafting-Table. Hier ist noch Pfeile drin. Nehme ich mir mit. Und Steak kann man sich auch mal gönnen. Und ein bisschen Brot. Habe ich auf jeden Fall genug Essen. Und ja, so. Kann ich immer so rüber, hier rüber. Wo komme ich denn hier hoch? Hier so. Bam, 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 bam. Muss immer so richtig krass bergsteigen, ey. Sicher gar nicht ein. Nee. Einfach nur nee. Muss ich auch irgendwie hin so. Ach komm, ich gehe jetzt einfach zum nächsten. Vielleicht hat der ein Crafting-Table im Inventar. Obwohl ich will eigentlich. Ist da unten einer? Ja, da unten sogar ganz hier. Komm, dann mache ich das schnell und hole mir das Eisenschwert. Und das kann ich sogar enchanten. Ah, ab ins Wasser. So. Dann gehe ich hier hoch. Bam, 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 bam. Dann hier rüber, hier rüber, hier rüber. Nein! Ah, und der letzte kommt auf jeden Fall von da hinten. Dann gucke ich mal in die Richtung, wenn ich das mache. So, wenn ich hier mir ein paar Sachen crafte und gleich enchanten werde. So, jetzt bitte lass mich Sharpness bekommen. Mal gucken. Ich gucke da, wo wenig steht. Wo wenig steht, habe ich gesagt. Wo am Anfang wenig steht. Wo am Anfang wenig steht. Ach, egal, komm. Schatten ist okay, nice. Ich habe noch ein paar Experience-Flaschen. Nee, habe ich nicht. Hätte ich noch einen Diamanten, hätte ich sogar ein Diamantschwert machen können. Aber egal, habe ich noch irgendwas drin angekommen. Ich gucke jetzt nicht einfach alle durch, obwohl doch mache ich. Bei 30 Sekunden statt Deathmatch eher. Und vielleicht hat man hier vielleicht Glück. Und ja, einige hatten mich auch gefragt, hä, warum hört sich dein Sound hier in dem Pack so anders an? Beziehungsweise, warum hört es einfach anders an? Das ist wegen dem Texture-Pack, da ist ein Soundpack drin. Das hört sich zum Beispiel die Kisten anders an, und wenn ich hier so klicke, hört sich das auch alles anders an. Ist ziemlich cool. Ist mal so ein bisschen Abwechslung. Und ja, ich esse jetzt schon mal meinen Goldapfel. So habe ich ein paar extra Herzen. Ich wusste einfach, dass es diese Arena ist, weil ich einfach der krasseste Wisser auf der Welt bin. Ja gut. Ich werde, glaube ich, erstmal den hier töten. So hoffen, dass ich ihn töten kann. Hab ihn. Nice. Dann habe ich hier noch einen. Den jungen Mann hier. So, dann gebe ich natürlich erstmal eine krasse Combo. Dann gebe ich ihm ein paar Pfeile ins Gesicht. Oder verschieße alle Pfeile, so wie immer. Na gut, ich treffe ihn einfach kein einziges Mal, ist auch gut. Ich glaube, ich sollte ihn töten können. Ja, GG. Das ist von der ersten Runde hier Survival Games. Ich werde wahrscheinlich noch eine Runde Quick Survival Games hinten dranhängen. Ja, ich denke mal schon. Eine Runde Quick Survival Games geht halt immer. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt in einer neuen Runde Quicksilver Games. Und ja, ich werde, glaube ich, erstmal die erste Kiste holen. Die hier, nämlich die hier, die hier, die hier. Die ist toll. Eins rücken, ja, so, bla bla bla. Und dann gleich mit dem Angriff übergehen. Und zwar werde ich mir gleich mal diesen Typen hier als erstes schnappen. Danach dieses Mädchen hier. Also, die hat einfach ein Mädchenskin. Die Chestplate hätte ich gerne. Ja, ja, die Chestplate. Nicht das TNT. Au, 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 au. Das hat Aua gemacht. So, auf jeden Fall. Bam, bam. Packen wir das rein. Jetzt werden wir mal richtig zum Angelpiep hier. Jetzt setzt halt ein TNT. Auf geht's. Ja, gut. Den hier kann ich töten. Oder den, der hat mehr Rüstung. Okay. Bin da kein Angel-PvPer, aber egal, hab ihn trotzdem getötet. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Orientierungslos hoch 1000. So. Bam, bam, bam. Das schnell angezogen. Dann den hier nochmal mitnehmen. Auf geht's. Ich kann ihn nicht schlagen. Wegen dem Anti-Cheat-Plugin hier. Komm bitte. Links auf meinem Ohr habe ich gerade gehört, dass da irgendwer getötet wurde. Aber ich werde den hier erstmal töten. Nice. Da kommt hier noch einer um die Ecke. Einfach so. Der traut sich einfach so um die Ecke. Einfach so traut er sich um die Ecke. Was? Das sehe ich aber nicht ein. Nee. Die muss man einfach töten, wenn die so um die Ecke kommen. Einfach so geschlichen kommt er an. Hier ist noch einer. Mal gucken. Mal gucken. Kann ich ihn töten? Hört er mich? Er hört mich wahrscheinlich von hinten, dass ich angeschlichen komme. Ah. Alter, die kämpfen, das finde ich natürlich nice. Dann schnappe ich mir gleich mal den mit Rüstung, denn der sollte low sein. Er schlägt mich, der crittet mich, hab ihn auch getötet, nice. Gleich mal was essen und gleich mal weitergehen. Immer schön hier Kills farmen in Quick Survival Games, das macht Spaß. Töten wir den ja nochmal. Haben wir den auch noch mitgenommen. Dann sortiere ich jetzt noch mein Inventar aus. Eisenschuh habe ich auch noch, nice. Dann bam 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 bam. Haben wir das weggedings und hinter uns kommt einfach ein Mensch mit Diaharnisch. Ne, mag keine Menschen mit Diaharnisch. Menschen mit Diaharnisch sind zu diamanthaft. Hier kommt noch ein anderer. Leertaste spammen, ah, verdammt. Okay, ich sollte mir nicht angewöhnen, die Leertaste zu spammen, das ist nicht so effektiv. Na egal, komm, da ich in der Runde gestorben bin, gehe ich mal noch eine rein und zwar spielen wir hier auf Inferno, einer Counter-Strike Global Offensive Map. Und ich bin direkt an keiner Kiste gespawnt. Aber gut, dann würde ich sagen, renne ich mir gleich mal hier rein. Wo renne ich hier rein? Ich glaube, hier habe ich gleich mehr Chancen, da ist nichts. Doch, hier ist gleich was drin, nice. Aber ich will Kisten, 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 Kisten. Hallo, ich will Kisten. Hat der Schwert für mich? Hast du Schwert für mich? Hast du Schwert für mich? Du nicht Schwert für mich haben. Dann ist die Straße. Du Schwert für mich haben. Du hast Schwert, aber du musst nicht schlagen. Du Schwert, aber du musst nicht schlagen. Oh, er hat ein halbes Herz. Oh Mann, Jungs. Okay, okay, das war nicht so gut. Nee, nee, aber ich will die Runde trotzdem kommen. Eine Runde geht nach, komm. Eine Runde geht. Also gleich mal hier reingejoint, schnell, auf geht's. So, die gewinnen wir jetzt einmal. Safe Call, komm. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und holen uns erstmal die erste Kiste hier oben. Bam, bam, schnell, schnell. Bitte da ist gleich ein Schwert. Nice, gleich ein Schwert bekommen. Dann können wir ja gleich mal hier ein bisschen aufräumen. Hoffentlich. Erste Regel in Quick Survival Games, alle töten. Zweite Regel, alle töten. Dritte Regel, nicht sterben. Mann, die haben alle ein halbes Herz. Okay. Nee, das ist einfach nicht toll, wenn die ein halbes Herz haben. Nee, sprich das zwei. Komm, auf geht's. So. Jetzt aber. Okay, das war alles gerade gelungen, dass ich das gewinne, aber jetzt ist nicht gelungen. Jetzt gewinne ich wirklich. So, auf geht's. Bam. Kein Schwert. Okay, Jungs haben doch verloren. Ah, Schwert? Kein Schwert, aber zwei Helme. Okay. Kann ich beide nehmen. Den Goldhelm einfach zum Schlagen. Okay, der holt mich da hinten erstmal. Sehe ich ein. Cut das rein. Bam, nix drinne. Finde ich gut. Hier ist auch nichts drinne. Mann, da ist Gegner. Überall Gegner. Nee. Kann ich mal hier schwer ein Schwert oder so droppen? Oh, danke, dass ein Schwert drin war. Danke, danke, danke. Danke, Anke. Danke, danke. Okay, da ist jetzt einer. Den werde ich mir auf jeden Fall holen. Der hat kein Schwert. Ich keks dich auf. Geiler Name auf jeden Fall. Und der hier. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Und der ist am falschen gestorben. Ja, gut. Hab ich gesagt. Komm, auf geht's. Erstmal ein bisschen was essen hier. Wir haben zwar auch Steak, aber das interessiert mich gerade nicht, da ich nicht möchte, dass hier ein Gegner kommt.
Nehmen wir das hier noch. Dann die Angel, dann das, 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 das. Rennen wir hier erstmal weg. Und dann versuchen wir den da oben zu töten. Ja, und CSGO kommt man hier eigentlich hoch. Kommt man hier auch in Minecraft auch? Kommt man auch in Minecraft hoch und ja, hat man High Ground. Haha. Was essen. So, dann hier rüberspringen. So, 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 so. Dann will der mich töten. Der will mich töten. Der will mich auch töten. Ne, der will noch nicht mich töten. Der will nur noch X-Maxim töten. Heißt der X-Maxim? Ja. Okay, komm. Hinterher rennen. Hinterher rennen. Hinterher rennen. Die töten sich. Die töten sich. Ich töte Matt. Ich töte Matt. Ich töte Matt. Deathmatch ist gestartet. Ich töte ihn mit dem Pfeil. Oder auch nicht. Nee. Ich nicht gut Bogenschießen, Ton. Ich aber gut essen, Ton. So, ich hab's gegessen. Und dann, werde ich ihn versuchen zu töten. Ich spring hier rüber, du, aber er schlägt mir in den Lava rein. Guck, ich mach jetzt den Move. Oh. Was? So, komm, der Move war gut. Er rennt bestimmt ins TNT rein. Habe ich ihn aber weggeschlagen. Das kann ich ihn einfach angreifen. Hör auf, mich mit der Angel zu hauen. Angel ist nicht gut. Angel nicht gut. Ich hab gesagt, Angel nicht gut. Hört doch auf, mich zu angeln, Mann. Was ist das denn für ein Typ? Der denkt einfach, ja komm, ich angel ihn. Ich angel ihn in die Lava rein. Dann wird das bestimmt passieren, dass ich ihn in die Lava rein angel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich move ihn aus. Ich move ihn aus. Ich move ihn aus. Guck mal, wie ich ihn ausmove, Alter. Guckt euch das einfach an. Das müsst ihr euch einfach geben, wie ich ihn ausmove. Da, guck, ich laufe jetzt einfach eine Ehrenrunde mit ihm. Eine Ehrenrunde laufe ich. Und dann drehe ich mich einfach instant um. Und dann springe ich einfach rüber. Guckt euch den doch mal an, Alter. Er läuft einfach mit mir mit. Komm, wir laufen ein bisschen. Eins da hinter mir. Ja, ne? Ja, 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 ja. Guck mal, was er macht. Warum macht man denn so? Warum spielt man das Game so? Er denkt einfach, ja, komm. Ich bin kurz ein Rookie und kann mich halt nur so töten, oder was? Ach Gott, zwei Herzen hatte der Junge. Das hat der auch noch gewonnen. Na egal, GG. Du wiederholst dich. Ja gut, das Spiel denkt auch, dass er kein GG verdient hat. Aber egal. Ja gut, dann war es hier von den paar Runden hier Survival Games. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn sie euch gefallen, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao da rein, bis zum nächsten Mal und bye.